Reaktionsfähigkeit. PHX016 Datensatz. Ach nee, das ist, ach stimmt, das ist, okay, ich verstehe. Das ist das, was wir quasi besiegen müssen noch später. Ups, Spoiler. Naja, ich meine es. Da war es ja. Nee, das war. Der erste, meine ich, war der erste Tyrant, hieß ja Nulm eigentlich. Logisch. Oder war das der? Nee, Moment, das war wirklich der Tyrant aus Resident Evil 1, oder? Sah auch so aus, wegen dem Behälter und alles. Ist hier was? Nee, doch, ich dachte schon. Statue da. Sieht so bedrohlich aus. Warum in bedrohliche Musik rein? Oh ja. Achso, ich bin durch Glas gelaufen. Immer wenn ich irgendwas strange höre, ne, direkt auf. Was war das? Das ist eine krasse Musik, ey. So. Ja, endlich. So, da sind Waffenteile drin. Die wollte ich schon die ganze Zeit. So, Waffenteile. So, ich glaube, das ist für Pistole. Prüfen. So. Teile aus einer Schusswaffe, okay. Versuchen wir mal. Dankeschön. Ich wollte verbinden. Aha, doch, Pistole. So, jetzt haben wir eine verbesserte Pistole. So, und jetzt gehen wir hier rein und dann merkt ihr schon, was ich meine. Ach ja. Übrigens, wieso hört man das erstens so weit hoch, wenn das im Erdgeschoss passiert? Und zweitens, wieso hört man Fenster zerbrechen, wenn die Fenster schon kaputt sind? Moment, hier war doch eine Pflanze, weiß ich. Ich weiß es. Keiner verarscht mich. Sonst ist da nichts hier. So, jetzt gehen wir da mal hoch. So, und das Problem hätten wir jetzt schon am Anfang gespielt gehabt. Jetzt könnt ihr schon vorstellen, wieso ich jetzt hier als letztes hingehe. Ah! Ich bin eine kleine Pussy. So, wenn wir uns das jetzt so angucken, dann sehen wir schon mal das Muster, wie es aussehen soll am Ende. Und das müssen wir gleich machen. Frage ich, wie kommen die Leute eigentlich hier rein? Müssen die jedes Mal da durchfallen? Oder ist das jetzt nur ein Zufall? Weil wenn die Schränke so sind, wie kommen die dann hier rein? Ach, dadurch, okay, das ist jetzt versperrt worden. Und, ein paar Bänke können wir ja nicht wegschieben. Das wäre zu krass. So. So, nicht zu ungeduldig, nach rechts. Ich bin hier immer ungeduldig beim Lesen, drückt dann links aus Versehen. Nach rechts. Perfekt. So, da haben wir schon einen von zwei Steckern, die hier sind. Also, nicht hier. In dieser Gegend. So, was ist das jetzt? Das ist der Springer, ne? Läufer aus, sorry. Läufer. Und wir haben noch so ein Ding gemacht. Ja, bitte. Cool. Ich muss die gleich wieder ordnen. Ich hasse das, wenn die unordnet sind. Ich weiß, das hört sich voll behindert an, aber ich mag das einfach nicht. Ich will oben die Waffen haben, darunter die Munition für den Waffen und den Rest mir egal. Ja, Kleinkind, ich weiß. So. Jetzt sind wir ganz oben im Polizeirevier. Das hat nämlich krasse drei Stöcke. Auf der anderen Seite ist nichts. Jetzt gehen wir hier rein. So, und jetzt seht ihr gleich, wieso das so wichtig ist, dass man das als letztes macht. Erstens, man kriegt jetzt Stecker und die sind beide hier. So, man braucht eben die Kurbel E. Für das hier. Also das muss auf jeden Fall als letztes kommen. Weil man braucht ja die Kurbel. Aber, wie gesagt, an sich in das Ding hier reingehen ist wichtig als letztes, weil sonst diese ganzen Zombies. Ich weiß, ich sag schon seit 100.000 Mal,
Aber jetzt seht ihr vielleicht selber, wieso das so wichtig ist, dass man die Bibliothek auch wirklich als letztes betritt. Als allerletztes. Bibliothek ist doof. So. Hier setzen wir nämlich das hier noch ein. Ja, sein Schalter. Ich will ihn drücken. Aha, jetzt funktioniert das. Ja, da war er nämlich in der Mitte. Da war da nix. Ui. Krabs. Oh, jetzt haben wir den Springer. So, jetzt haben wir alle. So, sein Schacht. Den rutschen wir jetzt direkt runter. Und so kommen wir natürlich direkt in den... Aha, wer weiß es, wer weiß es? Aha, Keller. Oh, sogar noch besser, wir sind direkt hier. No! Get away! Au. No! Team kill. Kill. Sollte vielleicht mal zum Arzt wegen dem Auge. Das sieht nicht gut aus. Okay, wo war das? War das jetzt wirklich da? Ne, der guckt sogar falsch. Ne, der guckt richtig. So, jetzt sind wir nicht ganz unten, und zwar hier, wo wir auch hin müssen. Wir müssen ja gleich dadurch, aber wir gehen nochmal gucken wegen dem Huren so. Das ist keiner, meine ich. Hoffe ich. Hoffe ich, am besten gesagt. Ben! Wo ist er hingeworfen? Can you still hear me? Come on, answer! Okay, wer vielleicht merkt, die Übersetzung ist falsch. I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh. Okay. Boom. Ach, ach, ich war so erschreckt. Leon. So, Brief an Chief Irons. Das ist jetzt wichtig. Jetzt merken wir, dass Chief Irons ein Hurensohn ist. Da? Oh, da. Redfield, Valentine, Burton, Chambers und Wikers. Okay. La la la. William Burke. Tum tum tum. Bam bam bam. Bam. Badam. Bam bam bam. Bam 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 bam. Tada. So, und jetzt haben wir quasi rausgefunden, wieso, weshalb, warum. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ach, nee. Ada, wait! Hey! Ja, Achso, werden angerufen. Leon, are you still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. Zombies? It'll be alright, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Claire! Wait, wait! Man, why doesn't anyone ever listen to me? So, hast du noch irgendwas bei dir? Oh ja, hast du. Ach so, nein. Okay. So, jetzt kommt das Unlogische. Obwohl er hier drin war, obwohl die Türen verschlossen waren, was man ja gesehen hat in der Cutscene, wie ist er reingekommen und wieder raus, und zwar ohne irgendwas kaputt zu machen. Das ist eine Evil-Logik. Am Feinsten. Haben wohl ein paar Leute nicht nachgedacht. Wenn Mr. X da durch die Wände springt, dann haben sie drüber nachgedacht, irgendwas Sinn zu machen. Aber wenn der da irgendwie... Wie ist da reingekommen? Es ist nichts kaputt. Und es sollte irgendwas kaputt sein. Ah, naja. So, jetzt gehen wir nämlich in den Keller. Ui. Ja, möchte ich. Ach, jetzt sind wir das Kackspinnen, ne? Aber wenigstens haben wir die 100.000 Zombies. Nicht gekämpft. Nicht kämpfen müssen, eher. So, hab ich erschossen.
keinen Bock vergiftet zu werden, nämlich. Auch schade. So. Zwei Stecker haben wir ja schon. Ich meine, ach scheiße, hätte ich mich vergiftet. Ich bin hier oben. Ja, fertig, okay. So, jetzt nehmen wir noch den restlichen Steckerscheiß mit. Und dann gehen wir weiter. Denn sie hatten einen anderen Weg gefunden. Und zwar durch Chief Irons Büro. Den könnten wir rein theoretisch jetzt auch nehmen, glaube ich, aber. Nee, wir sind cool. Jetzt wäre eigentlich das scheiß vier Stecker los. So, dann brauchen wir noch ein Magnum. Ein bisschen Munition. Das können wir hier lassen. Für den Fall der Fälle eigentlich. Oder? Lass mal so. Ich weiß, was ich mache eigentlich. Ich mache das hier. Oh yeah. Ich weiß, ich bin übelst nervig, aber das fuckt mich ab. So, haben wir das wenigstens halbwegs so geklärt. Denn jetzt kommt ein kleiner, feiner Bossfight. Oh yeah. Dass manch unser Reporter-Killer ist. Au! Eins, zwei, drei, vier. Wenn die Musik vorbei ist, dann ja. Wir sind zu viel Dramatik reingetan. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber ich würde das gerne nachladen. So, dann tun wir mal. Lass mich verarschen. So, ich stehe noch ganz schön so ganz davor aus. Jetzt stehe ich davor. Okay, gut. Ja, es ist okay, danke. Ich hatte. Das war knapp. So, eins. Ach nein, ich habe schon wieder. Kann ich nicht wieder ins Menü kommen direkt? Zwei. Drei. Und 4. So, jetzt ist die Tür auf. Jetzt können wir erstmal die Magnum so wegtun. Weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, Peter im Spiel, natürlich, ist klar. So. Ich finde das immer unnötig, so Sachen unnötig viel umzuschleppen, wenn man die nicht wirklich braucht. Ups. Was brauchen wir eigentlich noch umfassen? Nehmen wir mal das Kraut mit. Davon. So. Ah, das wollte ich gar nicht. So, endlich. Oder nee, die lassen wir hier. So. Ah. So. Ja, ich, so ist das okay. Ja, so ist das okay. Ich glaube, das brauchen wir gleich, das Rad, deswegen nehme ich das mal mit. Ja, okay, das ist okay. Das ist sowieso so. Obwohl, wisst ihr was? Ich tue die coolen Scheiß. Ach, ich bin sehr nervig, ne?
muss alles seine Ordnung haben. So, jetzt bin ich zufrieden. Halbwegs. Fürs Erste. Also immerhin mal den Homo getötet. Den kann man leider nicht umgehen. Das ist traurig dran. Naja.